Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar möchte ich erwähnen, dass Commander Krieger wieder bei King of the Web mitmacht. Das heißt, es gab wieder eine neue Runde bei King of the Web. Und jetzt kommt, es hat sich doch einiges verändert bei King of the Web. Ja, zum ersten wäre das halt auch das Preisgeld, das ist halt auf 5000 Dollar reduziert worden. Und zum zweiten, ja, gibt es auch verschiedene Rubriken, und zwar halt King of the Web, Music, Vlog, Make-up und Gaming King. Und das heißt halt, man kann wirklich für jeden einzelnen Rubrik halt extra voten. Ja, da fangen wir einfach mal direkt an, dass ich euch das zeige. Wenn ich jetzt zum Beispiel für CK 10 Votes raushaue, wird auch der oben der Balken extra nochmal gefüllt. Das heißt wirklich, dass man, wenn man für jede einzelne Rubrik votet, halt doch man schneller an extra Votes rankommt. Und das werde ich euch einfach mal zeigen. So, ich habe halt für CK das rausgehauen, jetzt die 10 Votes. Und habe dadurch oben einen Balken mehr bekommen. Ja, jetzt machen wir dasselbe bei Music King. Und hauen für die, ja, keine Ahnung, für die junge Frau einfach mal die 10 Votes raus. Ich kenne sie zwar nicht, allerdings mir ist es egal. Hauptsache, ich bekomme die Bonus-Votes. So. Ja, somit haben wir für sie auch gewotet und man hat oben wieder einen extra Balken dazu bekommen. Ist an sich eine sehr schöne Sache. Ja, jetzt voten wir einfach mal für den Beauty in Style King. Das ist übrigens ein Deutscher, soweit ich weiß. Kann mich auch täuschen. Nee, das war nicht der Deutsche gewesen. Ja, für diesen jungen Herrn tun wir auch mal die 10 Votes raushauen. Und dadurch, zack, Balken voll Bonus-Votes bekommen. So, jetzt nächste Rubrik wäre Gaming King. Da tue ich auf jeden Fall für den Little Confused Brain voten, denn das ist definitiv ein Deutscher. Und ja, die deutsche Community muss ja etwas zusammenhalten. Ups, jetzt muss ich mal ein bisschen hoch, ja. Und für diesen jungen Herrn hauen wir auch unsere 10 Votes raus und dadurch wird sich auch oben gleich wieder der erste Balken füllen. Zack, da haben wir ihn. Ja, und für die nächste Rubrik, das wäre in diesem Fall Vlog-Rubrik, da tue ich auch für diesen jungen Herrn voten, denn das ist ebenfalls ein Deutscher. So, 10 Votes raus. Und ja, am Schluss, wie gesagt, haben wir die Bonus-Votes bekommen. Sobald ihr, ja, die 60 Votes rechts oben, wo jetzt bei mir im Moment noch die 25 steht, sobald da die 60 steht, bekommt ihr den Kingmarker Pass. Ist an sich eine schöne Sache. Ja, vorher nochmal kurz, wie gesagt, es gibt halt diesmal nicht das Leaderboard, ja, wo halt alles komplett mit einmal dargestanden ist, sondern es gibt halt für jede Rubrik ein Leaderboard. Ja, zu den Kingmarker Pass. Wenn ihr einen Kingmarker Pass habt, ihr könnt den übrigens auch kaufen für Dollar, was ich jetzt nicht so toll finde. Hier sieht man es auch nochmal, bei 60 Bonus Votes könnt ihr einen Kingmarker Pass kaufen. Ja, oder könnt ihr keinen kaufen, sondern bekommt einen Kingmarker Pass gratis. Und dafür könnt ihr euch den Rapid Voter, den Bonus Voter oder den Underdog Voter kaufen. Ja, diese drei Voter, ja, hat Mr. Semtex super erklärt. Ich werde euch definitiv auch nochmal das Video von ihm in die Beschreibung setzen, wenn ihr da mehr Informationen wollt. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen einen Einblick bringen. Ja, ich finde das diesmal doch extrem cool gemacht mit den verschiedenen Rubriken, wo man voten kann. Denn so füllt sich doch oben, ja, die Balken viel, viel schneller. Man bekommt auch viel, viel schneller den Kingmarker Pass. An sich finde ich das diesmal wirklich richtig gut gemacht, weil man wirklich pro Kategorie jeweils 10-mal voten kann und am Schluss auch, wie gesagt, viel schneller den Kingmarker Pass bekommt. Ja, im Übrigen gewinnt jeder, also pro Kategorie gibt es halt einen Gewinner, der jeweils 1000 Dollar gewinnt. Also in dem Fall halt immer Platz 1 gewinnt 1000 Dollar nach den jetzt inzwischen fast nur noch 13 Tagen. Ja, und die Rubrik King of the Web, also in dem auch CK ist, die verdient halt dann 5000 Dollar, also der Sieger von der Kategorie. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig erklärt. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, die ich falsch gesagt habe, schreibt es mir in die Kommentare und dann wünsche ich viel Spaß beim Voten. Bis später, tschüss!